Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu 7 Days to Die. Ja, Leute, letzte Folge haben sie uns hier ganz schön die Hölle heiß gemacht. Die bösartigen Zombie-Viecher in der Nacht. Das fand ich nicht so schön und nicht nett. Muss man ja auch mal sagen. Aber gut. Also unsere Mauer ist nicht Spider-Zombie sicher, aber das war das kleinere Problem. Obwohl, so klein war das Problem gar nicht. Guckt mal dahin. Drei brauchen wir da, glaube ich. Können wir unseren Glowhammer mal benutzen hier. Ah, so hier. Sowas. Hauen die uns hier alles kaputt? Die werden hier reingekommen schon. Unglaublich, aber wahr. Naja. Das ist jetzt zweimal verstärkt sogar, ne? Naja, auch nicht vergessen. Solche Zigeuner. Aber wir brauchen jetzt definitiv Eisen und so. Und Stein und überhaupt. Haben wir noch? Wir haben noch. Reparieren wir unsere Pickaxe hier. Und dann gehen wir mal ein bisschen Eisen klopfen und so. Muss hier auch sein. So, Essen nehmen wir trotzdem was mit, auch wenn wir gerade voll sind. Nehmen wir mal zwei Stück mit. Wird nicht so weit uns entfernen, denke ich mal. Und sonst haben wir alles, denke ich. Oder. Ja, weil wir brauchen noch Potassiumnitrat, weil Shotgun Shells, wenn ich euch das kurz zeige, brauchen wir Papier und Blei auch noch und Gunpowder. Gunpowder haben wir ja nicht. Nicht so viel. Macht man ja aus Potassium und Kohle. Wir müssen aber unsere Mauer auch noch erweitern, aber wir haben ja einen längeren Tag, also müsste das alles klar gehen. Oh. Klopfen wir uns hier runter. So viel Zeug. Na. Na, hopp. Es tut mir leid, es wird schon wieder geklopft, aber es muss... Ihr habt gesehen, wie die uns hier die Hölle heiß gemacht haben in der Nacht. Das war nicht sehr schön. Wir klopfen uns hier jetzt runter und holen alles Zeug hier raus, was wir hier kriegen können. Ja. Ist auch immer gut. Immer der Astabsäge, auf dem man steht. Na komm schon. Ich brauche einen Bohrer oder sowas. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Was haben wir denn jetzt schon alles gesagt? Wir haben Lead Ore, Iron Ore und Potassium. Okay, jetzt wollen wir noch Kohle. Da ist Kohle. Dann können wir uns auf jeden Fall schon mal etwas... fällt mir noch. Sowas. Können wir uns wenigstens etwas Gunpowder machen? Schießpulver also. Mit dem LED kriegen wir ja die Kugeln hin da. Die Schrotkugeln. Das ist ja dann kein Problem. Und wir putten uns hier runter, immer weiter. Unsere Mine ist ja noch nicht ergiebig. Das prangere ich an. Ganz gewaltig prangere ich das an, Leute. Das ist eine Schweinerei. Aber wir können nichts ändern daran. Na komm. Ich mich jetzt hier wieder... Ah ne, ich komme noch raus. Ich habe schon gedacht, ihr habt mich wieder eingebaut. So, wir kriegen auf jeden Fall Zeug. Das ist mal schön. Ah. Wenn ich überlege, wie sich das Spiel entwickelt hat, seit ich es geholt habe damals. Ich weiß gar nicht, welche Alpha waren das. Alpha
4 oder 5, glaube ich, habe ich das Spiel damals geholt. Das ist schon der Wahnsinn. Also, sie verändern das Spiel schon gut. So, was haben wir denn jetzt alles? Hier mal Kohle, Silber. Ja, komm, das. Einmal Potassium. Ist hier noch, da ist auch noch Potassium. Gleich mal zerkloppen hier. Wir können das ja alles gebrauchen. Ist ja nicht so, dass wir es nicht gebrauchen finden, ne? So. Wir brauchen dann aber auch noch. Wir brauchen so viel. Wir wollen die Mauer, muss ich noch besser machen. Es hat mir nicht gefallen, dass hier Spider-Zombies reingekommen sind bei uns. Fand ich sehr, sehr unschön. Sehr, sehr unschön sogar. Oh, über uns liegt auch noch Zeug. Sogar noch Eisen ist da drin. So eine Ader bräuchten wir mal bei uns in der Mine, aber nö. Nichts. Wirklich nichts. Au, 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 aua! Was zur... Scheiß Körbe. Ich sehe schon kommen. Ich bin noch nicht gestorben von den Zombies, aber ich schaff's noch selber, mich zu umzubringen. Ich sehe das schon, die Scheiße. Mal Schmerzmittel reinhauen. Wo wird er wieder rumgeschrien? Da gehen wir doch mal gucken. Wer schreit hier? Wer will eine mit unserem Spike Club auf die Nase? Hier jemand? Wo schreist du? Wer will auf die Nase? Wir wollten auch noch einen Garten machen, ne? Oh, oh, da, der schreit. Natz, 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 so. Auf die Nase. So. Bas kriegt auch noch eine mit. Einfach so. Okay. So, hier, okay. Haben wir das gecraftet, dann craften wir das hier auch noch gleich. So, dann können wir hier mal... Da haben wir ja sogar 9 drin schon. Ist schon mal gut. 6 Minuten. So, 1 rein reicht es auf jeden Fall. Wir bräuchten auch noch LED. Aber Zement brauchen wir auch, ja. Dann brauchen wir wieder Steine und brauchen alles, ey. Sie brauchen wir alles. So viel. So, ich sollte auch noch Feuer reinmachen, ne? Da kommen wir. Ich mache das jetzt weg. Clay könnten. Da habe ich ja auch noch Clay im Haufen. Stimmt, das habe ich ja letztes Mal mitgenommen. In der letzten Folge frage ich mich noch, ob wir noch Clay haben. Oh, wir haben noch Kohle. Das ist natürlich schön. Nehmen wir noch 4-mal Kohle hier. Ja, ich hoffe, es ist nicht so langweilig zum Zugucken hier. Ich will jetzt aber mal Shotgun Shells machen. Dafür brauchen wir noch Bücher. Haben wir die hier drin? Nein, wo haben wir? Ne, hier, ne? Ja. Tja. Auch aber erst Gunpowder. Und das hat man. So rum oder andersrum? Andersrum. War ja klar. 900 Gunpowder. Gut, von mir aus. Was machen wir so lange? Müssen noch Steine holen. Eigentlich. Eigentlich müssen wir noch Steine holen. Das ist so langweilig für euch zum Zuschauen, aber wir müssen es tun. Tut mir so leid. Ich will euch nicht langweilen, aber wir brauchen ganz viel Steine, um die Mauer noch zu verbessern, ne? Es kann ja immer was passieren. Ihr habt gesehen, ich dachte letzte Folge, ruhige Mine-Action, also was ist Action? Minenfolge. Alles ist gut, aber nö, auf einmal ist da eine riesen Horde unter Wasser. Will sich an uns vergehen.
Ich mach das jetzt einfach hier, dass wir nicht ganz runterlaufen müssen. Hol ich etwas. Steinchen noch. So. Das haben wir dann an. Wo waren sie? Shotgun Shells. Achso, da brauche ich noch. Dann Bücher. Wo sind meine Bücher? 440 Papier, ja gut. Ach, ich habe ja noch gar keine Bleikugel. Verdammt. Da muss ich dann nochmal, hier hoch? Noch Blei machen. Blei, Blei, Blei. Zement brauchen wir nicht so viel. Verdammt. Ich krieg's nicht hin, Leute. Oh Mann, das ist so gemein. Ihr lacht euch bestimmt schon tot, deswegen. Haben wir schon Blei? Nein. hier ist auch kein Blei drin. Dann müssen wir hier erst einmal abbrechen. Mach noch fertig, bitte. Das hier. Komm schon. Wollen ja nicht vergeuden, ne? Das hier kommt auch noch raus. Komm schon. Und reicht's noch für eins? Ja. Okay. Dann machen wir die Mold Wine und dieses Zeug. Okay, halt, hallo. Ein Tag der offenen Tür hier. So, wenn wir das gebrannt haben, dann müssen wir. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Das hier. Gott, wir haben ja noch 116. Ach, scheiße. Moment, Moment. Die Mold kommt mal hier rein. Komm auch mal kurz weg. Jetzt habe ich es wieder aufgenommen, ne? Okay, dann schauen wir mal. Einmal Blei bisher. Das verarbeite, kriege ich mal nur 8 Mal raus. Das ist aber ein bisschen arg wenig. Das finde ich aber wirklich wenig. 8 Mal kriegt man da raus aus einem Bleibarren. Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Shotgun. Shotgun Shell, da. Papier. Ah. Hier. Ja. Hier. Ja, müssen wir. Wo schlagt denn da schon wieder einer drauf ein, Mann? Hier unten oder wo? Sag mal, geht es noch? Meine Mauer? Hier geht's doch nicht mehr gut, oder? Den Nagel kann ich auch behalten. Hier krieg ich noch auf die Nase. Schöne Mauer hier. Aber ihr seht, die ist stabil. Also ich glaube, 3 Stufen muss man da ab. 3 Stufen muss man abbauen. Also das ist wirklich ziemlich viel. Ja gut, wir lassen das hier durchlaufen mal. Wir können so lange ja noch. Das hier machen. Da auch noch Steine. Eieiei. Auf jeden Fall brauchen wir nicht so viel Papier. Hätte ich mir auch denken können, aber. Naja. So viel Papier. So. Okay, wir haben noch 7 mal Kohle. Kein Potassium mehr, aber dafür ganz viel Gunpowder. Da ist schon ein Schuss drin. Könnten auch wieder diese Munition herstellen. Oh, sollten wir auch. Oh, 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 Moment. Wir sollten hier noch Dings herstellen. Ja, hör mal auf kurz. Wie war das? 9 mm. Haben wir die?
hier. Ach mal. Ich habe nur noch 28 Schuss, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist natürlich nicht so viel. Wir können in der Zwischenzeit... Hier sind noch ein paar... Cobblestone Rocks. Ich werde auch hier noch ein wenig an unserer Mauer basteln. Ich will sie verstärken, ich will sie zweifach machen. Das ist der Plan jetzt erstmal. So hier, so was. Natürlich brauchen wir dafür noch ganz viel Material, aber sicher ist sicher. Und ich muss dann auch noch einen Überhang machen, dass das nachher reicht. Also wegen den Spider-Zombies muss ich ja auch noch dran denken, an die bösen Buben. Alleine ist es echt stressig, viel zu tun. So. Jetzt bei Tag 6. In dieser Nacht müssten dann die Horden kommen, oder die Horde kommen, die große. Und da sollte unsere Mauer stehen. Deswegen wird jetzt kein Ausflug auf dem Programm stehen. Erst am nächsten Tag wieder. So hier. Könnten davor auch noch einen Graben ziehen. Wäre auch noch eine Idee. So, okay. Jetzt haben wir das hier. Oh man, guckt mal, wie weit wir noch machen müssen. Es wird noch eine Mammutaufgabe. Wir gehen ins Haus. Da fühlen wir uns wohl. So. Schauen nochmal hier rein. 78 Schuss nochmal. Hier haben wir 11. Das ist auch schon nicht schlecht. Kriegen wir raus, 88, da können wir dann auch nochmal Schuss machen. Und uns eine Shotgun herstellen, die uns dann, falls alles schief geht, uns auch helfen kann. Ne? Sniper wäre natürlich besser, aber wir hatten nur Hunting Rifle Barrel, das ist auch ein Sniper und Magnum Part. Ein Part von der Magnum. Einer. Das ist nicht viel. Mit zwei von denen und reparieren unsere Pistole. Und so hier. Die wieder voll. Und wir können nochmal Shotgun Shells machen. B40. Nein. Jetzt gefehlt. So. Papier, ne? Ja, schon klar. Macht, wie es geht. Okay. Haben wir dann auch. Ich hoffe, die Zombies lassen uns in Ruhe einigermaßen und können hier Sachen machen. Könnten hier auch mal. Moment. 20 mit 2 nochmal rausnehmen. Fast hier reinpacken. Ah, jetzt haben wir ja wieder Eisen. Eisen ist kein Problem mehr. Stickies haben wir ja gar keine, aber das kriegen wir gleich. Oder auch nicht, weil noch gecraftet wird. Was haben wir hier drin? Darüber können wir auch abbauen, erstmal. Wir brauchen Gras. Gras ist wichtig für unsere Cobblestone Frames. Weiter. Na, na. Ich sollte es aber auch treffen. Außerdem mag ich kein Unkraut im Vorgarten. Den Garten müssen wir auch noch bauen. Ach du Scheiße. Ja, aber ich glaube, der Garten wird erstmal hinten anstehen, bis die erste Horde vorbei ist. Wir hoffen, dass es einfach gut geht. Ich weiß es nicht, ob es gut geht, aber wir werden es merken dann. Wenn nicht, hatten wir ein Haus. Und wir schlagen Unkraut weg. Schönes Gras. Ja, schön ist anders, aber gut. So, na, nimmst du. Machst du das weg? Machen wir jetzt, bis die Axt kaputt ist. Denn die Folge ist schon wieder kurz vorm Ende. So schnell es geht.
Dann, 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 dann. Wir hauen. Haut weg. So, und das war's schon mit der Axt. Wir haben 88 Schuss und da hinten nochmal 16. Das müsste dann reichen. Wir haben ganz viel Gras hier drin. Oh Mann. Okay, halt, falsche Richtung. Wir wollen nochmal nach Hause. Ich das nochmal kurz einsortieren hier, unsere Shotgun-Dinger. Erst einmal so hier. Kann auch erstmal weg, genau wie das. Das. Ja. Wir könnten. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wieder alles umändern da hinten. Wir könnten noch was essen, ne? Zum Abschluss der Folge noch was Leckeres essen hier. Moment, hier lecker Ei mit Speck. Zweimal. Guter Tee hinterher. So, da ist doch alles okay. Noch eine Pille, weil wir immer noch nicht voll sind von der Gesundheit. So, gut. Dann war es jetzt das aber wirklich von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich schalte beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann, haut rein. Ciao.